Der Telekom-Dom. Die Baskets-Grundschulliga. Finaltag 2022. Wer holt sich den Pokal? 9 Uhr morgens, der Telekom-Dom in Bonn. Die Schulen treffen ein. Bei der Baskets-Grundschulliga geht es im Unterschied zur Baskets-Grundschul-Challenge der Erst- und Zweitklässler schon deutlich mehr darum, Grundeigenschaften des Basketballs anzuwenden. Und die haben alle Schulen unter Anleitung eines ausgebildeten Trainers in der Vorbereitung auf das große Finale ausgiebig geübt. Die besten 8 unter 20 Teilnehmerschulen sind heute bei der Vorrunde und den Finalspielen im Dom dabei. Ja, wir begleiten die Kinder über die gesamte Grundschulzeit. Die Grundschul-Challenge bezieht sich auf die ersten und zweiten Klassen, die Grundschulliga, dann auf die dritte und vierte Klasse. Und heute haben wir das große Finale der Grundschulliga und da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Das Endspiel, Hallensprecher, DJ, Cheerleader, alles wie bei den Profis der Telekom Baskets. Und Maskottchen Bonnie ist natürlich auch dabei. Genauso wie Eltern und Freunde auf den Rängen. Im Endspiel hatten die Dritt- und Viertklässler der GGS Troisdorf-Siegler gegen die GGS Meckenheim-Merl die Nase vorn. In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel siegten die Dritt- und Viertklässler der GGS Troisdorf-Siegler schließlich mit 13 zu 10. Platz 1. Wir sind mega happy und wir haben es als Team gewonnen. Der Finaltag der Baskets-Grundschulliga für die GGS Troisdorf-Siegler und auch die Stadt Bonn, neben den Telekom-Baskets und der Deutschen Telekom, Partner der Liga, ein perfekter Tag. Ich habe die Begeisterung der Kinder gerade hautnah gespürt. Ich freue mich so, die in der Halle rumtoben zu sehen und ich bin voll begeistert von der Leistung. Das hätte ich nicht gedacht, dass Dritt- und Viertklässler sowas schon hinkriegen. Super! Besonders die GGS Troisdorf-Siegler, der Sieger des Finaltages der Baskets-Grundschulliga. Belohnt mit Medaillen, Urkunden und Geldpreisen. Und nicht nur das. Es gibt obendrauf noch für den Sieger einen exklusiven Spieltagsbesuch mit Blick hinter die Kulissen eines Bundesliga-Heimspiels der Telekom Basketball. Der Finaltag der Baskets-Grundschulliga 2022 rundum ein voller Erfolg und Ansporn für die nächste Saison.